Moin Moin und herzlich willkommen zu Let's Play Amnesia 2 Mission for Pigs mit mir, dem Sebastian, mit der Facecam und mit Manus Oswald. Wir sind gerade im Keller anscheinend. Nicht anscheinend, wir sind im Keller. Ihr seht schon, ich bin voll vorbereitet hier. Ah ja, genau, wir haben im letzten Part uns hier an den Abstieg gewagt oder mehr oder weniger an den Abfall gewagt. Nämlich, wir sind hier runtergesprungen, da kann ich mich noch daran erinnern, da hatte ich ziemlich viel Schiss. Und jetzt sind wir hier im Keller, denn hier ist anscheinend ziemlich viel Wasser und hier ist alles überflutet und diese Überflutung müssen wir wegschaffen, damit wir unsere Kinder befreien können. Und da ist wahrscheinlich auch gar nichts drin im Wasser, was einem irgendwie Angst machen könnte. Boah, wie werde ich schon wieder an diesem Wasser hier vorbeigehen? Da kriege ich schon wieder hier Hallus. Wehe, da springt irgendwas raus. Nichts rausspringt. Ach du heilige Scheiße, was ist das? Das hat irgendwie so elektrische. Das hat so Blitze. Wieso sind da so Blitze? Alter, ich krieg jetzt schon wieder zu viel hier. Noch nicht mal mehr eine anderthalb Minuten gespielt und sofort. Was ist das zum Teufel? Das ist ein Fisch, der leicht geladen ist. Hallo. Alter, der macht mich kirre, der ist. Oh mein Gott, schnell weg. Schnell. Da komme ich natürlich nicht rein. Awesome. Aber ich gehe da mit Sicherheit nicht drin schwimmen. In dem Dingens da. Oh, da geht's ja weit. Es kann nicht wahr sein, dass ich das jedes Mal vergesse. Es kann einfach nicht wahr sein. Komm ja jetzt überall runter. Oh, ich sollte das Ding mal anmachen. Das ist Schleusentor Nummer 1, das gibt aber nicht, weil wegen zu. Weil wegen zu. Ihr müsst auch dazu wissen. Das macht mich nervös, was auch immer das ist. Bei mir ist hier gerade leichte Katerstimmung, deswegen bin ich so ein bisschen. Nein, was auch immer das ist. Alter, das hört sich nicht gut an. Ja, bei mir ist gerade so ein bisschen Katerstimmung. Deswegen kann es sein, dass ich manchmal ein bisschen Scheiße erzähle. Aber ich erzähle ja sowieso häufiger Scheiße, deswegen ist das, denke ich, nicht allzu tragisch. Alter. Haha, da geht's jetzt nach links. Aber ich gehe nicht nach links, weil von da nämlich das Schweinegeräusch kommt. Na komm, lass uns mal nachgucken. Nein, ich will doch nur kurz nachgucken. Oh. Ich hätte verdammt nochmal besser nicht nachgucken sollen, glaube ich. Warte, lass uns mal kurz nachgucken. Ich möchte einmal nur kurz gucken. Lol. Jetzt ist es weg. Ja gut, dann ist es halt weg. Solange es weg ist, kann es uns nicht erschrecken. Boah, diese Gänge. Die machen mich fertig, diese Gänge. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach, wir sind jetzt hinter dem Schleusentor, wahrscheinlich. Mysteriös! Wer ist das da? Das scheint ja auch so ein Schwein da drin zu sein, weil. Bei diesem Schwein, da gehen ja immer die Lichter raus. Da gehen Lichter raus, Junge. Und da gehen jetzt auch die Lichter raus, aber. Raus, ich sag immer raus, Mann. Ich bin verwirrt. Na, Alter, ich will doch nicht diese hässlichen langen Gänge entlang gehen. Das ist doch so richtig uncool. Oh mein Gott, hier gehe ich mit Sicherheit nicht rein. Boah, da bin ich gerade allen Ernstes in das Watte reingelaufen. Ihr merkt schon, ich bin vollkommen verpeilt, ja. Okay, lass uns einfach mal hier lang sprinten. Bevor wir hier noch Jahre damit verbringen, irgendwas zu finden. Werden wir angerufen oder werden wir nicht angerufen? Na, erstmal müssen wir was lesen. So, 1. August 1899. Mehrere der älteren Formen sind aus ihrem Eindämmungsbereich ausgebrochen und in die Kanalisation entkommen.
Sie erinnern mich an meine eigenen Grenzen. Hier ist nicht Schelm und ich bin kein Eliyahu, zumindest auch nicht ganz. Zumindest noch nicht ganz. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, Schelm und Eliyahu, aber na, vielleicht kann man das ja essen. Die Hitze, die durch das geöffnet Halten des Zugangs dazwischen erzeugt wird, ist daran schuld. Wir können sie nicht einfach mit Kühlmitteln umgeben, wie im Zentrum, wo der Zugang ist. Die späteren Versionen sind durch die Gefriertemperaturen dieser Türme in Sicherheit. Hier oben aber, wo die Luft heiß und übelriechend ist, überhitzen sie leicht und ihre Dualität reißt sie entzwei, da der andere Ort aus ihren Zellen und ihren Vitae-Splittern fliegt. Sie leben sporadischen, unvorhersehbaren Stößen aus einer Welt in die andere und wieder zurückgerissen. Ein paar Sekunden lang sind sie Kreaturen dieser Welt, dann werden sie hinfortgerissen und verlieren ihre körperliche Gestalt. Ja, okay, das hört sich alles ein bisschen crazy an. Diese ständige Hin- und Hergezerre zwischen den Welten hat sie ziemlich verrückt gemacht. Oh, pff. Hier ist alles überhaupt nicht verrückt in dem Spiel. Überhaupt nicht. Ich habe die Versiegelung der betroffenen Bereiche angeordnet und werde meine treuen Arbeiter dort nicht hineinlassen, nicht mehr hineinlassen. Diese Orte sind nun verdammt die Domizile gescheiterter Experimente, Geistern der Angst und der Boshaftigkeit. Wieso ruft mich keiner an? Ich will angerufen werden. Ich will angerufen werden. Irgendjemand soll mir irgendwas Nettes sagen, weil ich bin gerade nämlich voll einsam und brauche Tröstung, brauch Zuspruch. Okay, was muss ich jetzt überhaupt machen? Ich muss die hiesigen Schleusenpumpen finden und den Wasserstand senken. Let's go. Guck mal, das sieht doch mal nach Schleusenpumpen aus, wa? Ja, komm, ab geht's, da drehen wir einfach mal. Ah, es ruft mich auch jemand an, schön. Wer ist denn bitte schön wir? Oh, das hört sich absolut nicht nett an. Das hört sich sogar kein bisschen nett an. Oh, es sind da wieder diese Schweine on the way hier, oder was? Oh, uncool. Extrem uncool. Wo muss ich jetzt überhaupt machen? Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ach, ich muss irgendeine Bilgepumpe oder so machen, ne? Eine Bilgepumpe? Was ist eine Bilgepumpe? Hör du mal auf, hier rum zu elektrilisieren. Das macht mich nervös. Elektrilisieren, was für ein scheiß Wort. Gibt's wahrscheinlich gar nicht. Ah, ich gehe schon, ist gut. Jetzt bin ich wieder in diesen Tunneln. Da kriege ich schon wieder zu viel, echt, ey. Hier bin ich auch nicht mal mehr richtig wahrscheinlich, oder? Huhu. Warte mal. Da unten war ich noch nicht, da gehe ich jetzt mal lang. Mein netter Freund ist wieder in der Gegend. Da oben ist er. Na, wie geht's? Wie steht's, Kumpel? Huhu. Jetzt ist er reingegangen. Jetzt ist er weg. Schön. Das ist doch mal sehr angenehm. Warte, komme ich hier eigentlich her? Ah, guck mal, ich habe da das Gate Nummer Uno aufgemacht. Sehr schön. Warte mal, wo komme ich denn bitte schön her? Komme ich nicht hierher? Ich bin voll... Ach, du bist nur... Na, du da unten, du kannst mal aber die Klappe halten hier. Es interessiert doch keinen, was du da unten in der Kanalisation machst. Hier bin ich hergekommen. Was soll die Kacke? Warte mal, jetzt gehe ich mal hier. Ah, ich habe eine Idee, was ich machen muss. Und zwar gehe ich hier hin, damit ich da nach oben kann und dann da... Ja, das hört sich sehr angenehm an. Ah, guck mal, was zum Spielen. Schön. But we can save them. We can set them free. We can replace a rotten old world with a clean new one. Mr. Hernandez, you sound every bit the fanatic. Well, how can I be otherwise, Professor? How can any man of ethics simply stand by and watch this world drown in its own excrement? And your engineer,
this visionary with whom you embarked upon this course, does he show you? Indeed he does. Indeed he does. The poor fellow has seen it all before. Now, this is not the first great civilization he has wept for. And so you set about things immediately upon your return. Naturally, naturally. These things cannot be left to rot upon the tree. And sponsors were remarkably easy to find. I tell you, Professor, a trail of greed brings rich men to your door like pigs to truffles. Dann ist vielleicht dieser Ingenieur, der ist vielleicht der Saboteur. Boho, das hat sich gereimt. Nein, also hat schon, aber ist unnötig gewesen. Nein, vielleicht ist dieser Ingenieur ja der Saboteur, aus welchen Gründen auch immer. Halt mal die Klappe da und ich möchte reden. Lappen, ey. Und der sabotiert uns jetzt sozusagen und will nicht, dass wir hier irgendwie mal weitermachen. Vielleicht hat er auch erkannt, wie fanatisch wir sind, weil wir sind ja Mendes im Prinzip. Und Mendes hat er ja gerade so fanatisch gesprochen. Ha! Fuck! Ja, du bist ein sehr schönes Schwein. Ein sehr schönes Schwein, das nur ein bisschen Pflege gebraucht. Ein bisschen Pflege braucht. So ein bisschen Gesichtspeeling und so. Weißt du? Sonst bist du ein wunderschönes kleines Schwein. Alter, hör auf zu flackern, Licht, das macht mich nervös. Egal. Schwein, Schwein, Schweine, die dein. Okay, es ist weg. Alles klar. Ah, das schaut doch mal sehr nach einer zweiten Pumpe aus. Und das schaut doch mal sehr nach was zu lesen aus. Ich weiß immer noch nicht, ist das jetzt eine... Ja, das ist wahrscheinlich eine 7, ne? Egal. 17. Oktober 1899. Und ich sagte, schaut, meine Lieblinge, könnt ihr sie sehen? Und sie sagten, ja, Papa, ja, wir sehen sie. Eine hohe, verwitterte Spitze einer steilwandigen Pyramide, ganz ähnlich denen in Ägypten. Steine platzen vom Gipfel ab, Ranken verflechten sich mit den Stuckschlangen. Mit den Stuckschlangen? Was zum Teufel ist das? Die auf den Stufen gedeihen, wahrscheinlich eine Pflanze oder so. Eine spürbare Stille, ein Gewicht des Vergessens. Ein Gewicht des Vergessenen. Boah, meine Leseskills, die sind heute schon wieder tierisch ausgeprägt. Nein, und hier hat der König gesessen und hier haben die Priester gelebt. Dieses Haus hier, das ist das Haus der Toten. Und hier, wo die Sonne scheint, hierhin warfen sie die Herzen, die nicht verbraucht wurden. Die reden wahrscheinlich von den Mayas oder so. Die haben ja immer so Menschenopfer gemacht und alles. Nein, das ist voll scheiße zu lesen. Ich meine, dazu kommt noch, dass ich es gerade voll nicht drauf habe, aber das kann doch nicht sein. Nein, meine Liebling. Ich verstehe das nicht. Nein, meine Lieblinge, wilde waren sie auf keinen Fall. Wisst ihr, sie glaubten daran, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fallen könnte und sie glaubten absolut daran, dass Blutopfer der einzige Weg waren, dies zu verhindern. Vielleicht, meine Lieblinge, vielleicht lagen sie völlig falsch oder vielleicht war ihre Tragödie, dass sie nicht genügend Blut vergießen konnten, um das Herabfallen des Himmels zu verhindern. Das war höchstwahrscheinlich ihre Tragödie, ja. So, das hört sich nicht sonderlich gut an, die Geräusche hier, aber wir drehen das Ding einfach mal. So, was auch immer das jetzt gemacht hat. Vielleicht war das ja was Gutes. Vielleicht war das ja was wir brauchen könnten. Ich gehe mal zurück. Vielleicht hat sich da jetzt ja irgendwas geändert. Da hat sich was geändert. Ich habe sogar einen Tagebucheintrag bekommen. Schön. Mendes nach sintflutlich. Das war's. Jetzt kann ich diese seltsame Dekontaminationskammer wieder betreten und meinen Weg fortsetzen. Das Wasser wird zurückgedrängt und der Weg zur Bilge freigemacht. Dort kann ich den Rest dieses schmutzigen Stroms zurück in die Themse leiten, wo er hingehört. Und mir so den Weg ins Zentrum der Maschine ebnen. Warte, was muss ich jetzt machen? Dekontaminationskammer betreten und die Bilge betreten. Also zuerst in die Dekontaminationskammer. Nur die Frage ist halt, wie wir da reinkommen. Muss ich da rein? Oder komme ich daher? Ich gucke mal. Ich weiß es nicht. Nee, da komme ich her, wa? Da komme ich her. Nee, da gehe ich wahrscheinlich mal davon aus, dass ich in die Richtung gehen muss, wo das Schwein war. Obwohl ich das nicht will. Ha! Ha! Ha!
Geil, ich muss nicht in die Richtung des Schweins. Schön. Cool, cool, cool. Ich habe aber trotzdem keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Ich gehe einfach mal dahin, wo ich höchstwahrscheinlich noch nicht war. Ne, hier war ich schon. Oh Gott, mein Orientierungssinn. Der ist auf dem Stand von... Nein, jetzt komme ich hier nicht weiter. Fuck, jetzt ist wieder der Mongo da unten. Naja. Mach dich ruhig bemerkbar. Ich merke mir das. Ich merke mir das. Boah, ich laber so eine Scheiße. Das gibt's gar nicht. Ich laber so eine Scheiße. Schalalalala. Scheiße, 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 Scheiße. Boah, geh mir nicht auf den Piss, du Wichser. Ach, hier muss ich hin. Das ist ja cool, das wusste ich gar nicht. Das war jetzt eher so zufällig, dass ich den Weg jetzt gefunden habe. Cool. Ah, in so einer Dekontaminationskammer, da waren wir doch schon mal drin, ne? Ganz am Anfang, als wir, ja, das hört sich alles sehr komisch an. Ich weiß nicht, ob sich das eben so letztes Mal auch so angehört hat. Naja, who cares? Machen wir das alles erstmal hier. Wie auch immer wir das machen müssen. Das ist gesperrt, scheiße. Das ist gesperrt, scheiße. Ah, wir mussten ja erstmal den generellen Strom anmachen. So. Los geht's. Ein bisschen duschen, duschen, duschen. Ich will das ausmachen. Das ist immer so tierisch umständlich hier mit den ganzen Schaltern. Da komme ich voll durcheinander. Ich habe nie eine Ahnung, was ich machen muss. Gut. Das interessiert ja auch keinen. Jetzt habe ich hier auch so ein bisschen Angst, dass mich hier irgendwas erschreckt. Ich muss hier erstmal durchkommen. So. Ah, hallo, Schweini. Na, wie geht's? Oha, da sind zwei Schweinis. Nee, das eine... Habt ihr das gesehen? Oh, das war lustig, schön. Der hat dem einfach so ein übers Ohr gehauen. Das ist ja lustig. Cool, okay. Das war mit... LOL. LOL. Die machen da erstmal so ein richtig dick, fettes Buffet hier. Das ist ja mal chillig. Naja, auf jeden Fall habe ich was zu lesen bekommen. Ein Horst voller Monstrositäten. Oh Gott, ein ganzer Schwarm dieser verdorbenen Kreaturen. Nicht mein Denken, sondern meine Instinkte haben mich bis hierher gebracht und ich bin mir sicher, dass es irgendwo in diesem feuchtkalten Komplex einen Weg gibt, der noch weiter nach unten führt. Ich werde ihnen nicht in die Gesichter schauen, während sie ihrem finsteren Handwerk nachgehen. Und dennoch sehe ich ihnen beim Schlafen und Essen und Spielen zu. Und sie sind so menschlich, so kindlich. Ja sicher, das ist richtig kindlich, wenn man mich attackiert und mich erschrecken will. Mhm. Ich habe euch auch lieb, ihr Wichser. Ja, das habt ihr nicht gehört. Ich hab nicht beleidigt, ne? Und ich werde nicht an das Gesehene denken, an die Stühle und an die Käfige. Nee, an die Stühle und die Käfige. Und ich werde nicht daran denken, wie solche Monster geschaffen werden. Ich wurde angeschrieben von Alexander. Okay, jetzt habe ich was zum Auspiepen. Schön. Also ich habe Alex Nachnamen nicht ganz genannt, aber ich denke mal. Das werde ich mit einem Piepen überlegen. Ja, so dieses Flackern hier, das... Kommt der jetzt unten oder ist der oben? Ne, okay, der kommt unten, alles klar.
Ja, dann soll es mir natürlich egal sein. Solange der hier nicht hier oben ist und mich hier oben erschreckt, habe ich da nichts gegen. Dann habe ich da nichts gegen. Was ist das denn für ein Mechanismus? Das ist ja mal eine chillige Tür. Alter, was ist denn hier los? Alter, was sind das? Sind das so wie Zellen oder so? Was ist da hinten? Ach, da war die Tür, genau. Alter, was ist das hier? Alter, was ist das alles hier? Da kann ich durchgucken. Oh mein Gott, da will ich aber nicht durchgucken. Das mache ich schnell wieder zu. Kann ich da durchgucken? Ja. So, ich denke mal, jetzt mache ich jetzt einmal wieder einen total fiesen Cut. Im nächsten Part werden wir durch diese Tour gehen, und mal so gucken, was uns erwartet, unsere Kinder retten und erstmal, wir müssen erstmal zur Bilge oder sowas, was auch immer das sein soll, und wahrscheinlich erstmal die Überflutung stoppen, aber erstmal wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, vielen Dank fürs Zuschauen und diese Musik, die ist laut. Boah, die ist richtig laut. Naja, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, haut rein, euch noch einen schönen Tag, bis dann, ciao.